Moin Moin, was geht ab, Boys and Girls? Ich hatte als Belohnung ein. Ja, fürs Einloggen irgendwie. Ich konnte das so schnell nicht lesen. Ich habe auf jeden Fall ein ultimatives Pack bekommen. Und habe jetzt auch noch diese Aufgabe gelöst gehabt von diesem Puzzle, was am Freitag kam. Ja, und ich würde sagen, wir machen mal so ein klitzekleines Pack-Opening draus hier. Ich fange mal mit dem geringsten Pack an, von der Wertigkeit her. Schauen wir einfach mal rein. Also das Video wird einfach ein kleines Pack-Opening. Ein kleines, aber feines Pack-Opening. So, weiter geht's. Zack. So, komm, das nächste darf auch direkt Stück Holz machen. Komm schon, Stück Holz. Push dich. Das darfst direkt du mal öffnen. Ehrenholz. Absolutes Ehrenholz. Joa. Keter. Joa. Ne? Weißt du Bescheid, ne? Keter. Richtig, richtig toll. Nicht. Nicht toll. So, zack. Und ich würde sagen, ah, seht ihr, da war Tschech gerade noch. Tschech muss ich nämlich verkaufen. Der ist was wert. Und ich würde sagen, 125k Pack. Abfahrt. Da hat IE echt gegönnt. Da haben sie echt mal gegönnt. Witzel. Nun ja. Ist das gut oder ist das gut? Ich sage, das ist nicht so gut. Aber, ja, sonst seht ihr, war da auch jetzt nicht wirklich was drauf. Schade. Aber ist geschenkt. Ist geschenkt das Pack. 85er, 84er, 3,83er. Ist ein geschenktes Pack. Sagt man nicht nein. Man hofft natürlich immer, dass da was Fettes drin ist. War in dem Fall nicht. Muss ich durch als Lurch. In dem Sinne, haut ihr rein. Ciao, ciao. Moin Moin, was geht ab, Boys and Girls? Ich bin hier immer noch am Start. Es ist Freitagabend und ich wollte eigentlich zu Bett gehen und habe nochmal in den Account reingeguckt. Und was sehe ich da? Diese Sets hier. Zwei ultimative Sets zum Preis von einem. Und ihr wisst ja, wie gesagt, ich mache ja nicht mit Points und daher ist es für mich jetzt. Ich werde ein so ein ultimatives Pack, wo man zwei für eins kriegt. Zwei für ein ultimatives Pack. Also ich krieg für 125.000 Coins Packs im Wert von 250.000 Coins. Das ist schon ziemlich krass und das werde ich auch nur einmalig machen. Dann ist mein Coinstand auch wirklich auf Null, aber ich habe im Verein wirklich eine Menge Spielermaterial. Also Icon oder so kann kommen. Ich kann notfalls auch noch De Bruyne oder so verkaufen. Daher ziehen wir das jetzt. Für Coins. Wahnsinn. Für Coins. Unglaublich. Lurie. Okay. Immerhin. Und wir haben ja gleich noch ein zweites. Sie hat auch ein zweites drin. Aber beschwere ich mich nicht. Vielleicht noch ein 85er oder so drin. Das wäre gut. Dass wir nicht so mega viel Verlust machen. Ah, nee. Das ist nicht so prall. Ah, es hat sich jetzt nicht so gelohnt. Aber jetzt, also wo so eine Pack-Angebote sind, da muss ich mal Risiko gehen. Sonst würde ich das halt nie machen, aber für das muss ich einfach mal riskieren jetzt. Es geht nicht anders. So, ich würde sagen, das andere darf Holz machen. Holz, versteckst du dich vor mir? Ein Stück Holz. Komm raus und zeig dich. Komm raus und zeig dich! Stück Holz, Junge! So. Oh, das ist bitter.
Das ist bitter. Aber so habe ich auch mal ein bisschen meine Pack, meine Lust auf Packs so ein bisschen, konnte ich dir nachkommen. Einmal dieses Gefühl haben von quasi wie, als wenn man Points verzieht. Ich wollte das auch mal haben, das Feeling. Auch jetzt nur im kleinen Format, aber immerhin. So, ja, kann ich rausgehen, ist sonst nichts. Wir können nochmal durchschauen, ob da noch was war. Nee, war nicht. Gehen wir raus. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. War ein kleines, aber feines Opening. Aber ja, ich wollte auch mal dieses Feeling haben, als wenn man jetzt so bam einfach Points reinbuttert. Und ich habe jetzt wieder viele Spieler im Verein. Ich habe jetzt ein bisschen Verlust gemacht, keine Frage. Das weiß ich auch, dem war ich mir auch bewusst. Aber ich bin halt nicht so ein hohes Risiko gegangen. Ne? Also wenn ich die jetzt alle verkaufe, jetzt wenn ich Lurie mitrechne, ja, manche werde ich für manche, ja, jetzt haben wir insgesamt 125k ausgegeben. 60k, ja, für 60, 70k, 80k kriege ich das, die Spieler alle, wenn ich sie alle verkaufe, so Pi mal Daumen, kriege ich die auch wieder verkauft. Von daher, klar habe ich Verlust gemacht, das weiß ich, aber ich wollte einmal das Feeling haben. In dem Sinne, falls ihr solche Packs macht, wünsche ich euch da mega viel Glück bei. Also ich bin bisher von diesem Event relativ angetan, muss ich sagen. Und macht's gut, ihr Lieben, ciao, ciao. Moin Moin, was geht ab, Boys and Girls? Euer FIFA-Teacher hier. Ja, mein Main-Team steht soweit. Also ich warte im Prinzip nur noch auf, ja, auf einen Ronaldinho oder auf einen Hullet oder auf irgendeine coole Icon, wo ich sage, bomb, die ist es jetzt. Und daher habe ich so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt Coins im Überfluss habe, aber ich habe mir das wirklich jetzt einige Zeit durch den Kopf gehen lassen. Machst du es nicht mit diesen 55k Packs. Ich habe da echt paar Minuten wirklich, bin ich mit mir gerungen. Machst du es nicht. Und ich habe gesagt, komm, du ziehst die jetzt. Das sind im Prinzip 5 mal 100, wie viel sind das jetzt? 5 mal 7? Ja, so knapp 130k, wenn ich mich jetzt nicht komplett verrechnet habe. 140k. Und ich habe gesagt, komm, das machst du jetzt, Toni. Ist egal, das machst du einfach. So als kleines Pack-Experiment. Ihr wisst, ich habe ja immer nicht so die Möglichkeit, oder ich habe gar nicht die Möglichkeit, Points zu ziehen. Daher habe ich gedacht, komm, machst du jetzt hier mal ein kleines Pack-Opening draus. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Logischerweise mit Coins. Zum halben Preis, das juckt mich als RTG-Spieler schon ganz... Also, ich als RTG-Spieler zum halben Preis 55k Packs, da kann ich nicht so richtig Nein sagen. Kedira 85er, das geht schon mal gut los. Das ist schon mal stabil, da habe ich schon mal nicht so mega viel Verlust gemacht. Weil das 84, da habe ich mit dem Pack schon mal, wenn die nachher wieder ein bisschen steigen im Wert, wenn die für irgendwelche SBCs gebraucht werden. Also mit dem Pack habe ich nicht sehr, sehr viel Verlust gemacht. Theoretisch, wenn ich alles verkaufe, hier noch ein paar Umformkarten, bin ich mit zufrieden. Also das Pack lässt sich schon mal nicht lumpen. Ich würde sagen, das nächste dann mit Holz. Weil wir können ja erstmal raufgehen. Das ist jetzt nur so ein Pack, das ist wieder so ein Experiment. Aber zum halben Preis sage ich da wie gesagt nicht nein. Also, halber Preis, jetzt Holz, jetzt darfst du. Push dich. Zum halben Preis kann ich da nicht so richtig nein sagen. Bin ich irgendwie ehrlich. Boah, Holz, was ist mit dir los? Oh, Koman, ja, gut. Habe ich gerade nicht drauf geachtet. Ihr wisst, ich habe ja so eine Schwäche dafür, Walkouts zu erkennen oder nicht zu erkennen. Ich check das ja manchmal nicht so richtig. Das ist schon ein bisschen schlechter. Aber... Ja, wie gesagt, also für... Jetzt könnte man natürlich auch sagen, hä, wieso öffnest du nicht die... öffne doch einfach die... die müsste auch was wert sein, die Karte. Nee, nicht so viel. Hauen wir aber direkt mal rauf. Ist jetzt wieder Hoffenheim-Wappen. Ja, moin. Chelsea
Was haben wir mit Chelsea hier am Hut? Nichts. Hauen wir auch weg. Das hat sich jetzt nicht so ganz gelohnt. Egal, wir machen weiter. Jetzt muss ich aber, jetzt habe ich hier noch so ein Pack. Das lassen wir mal ganz gekonnt weg. Ich würde sagen, weiter mit dem nächsten seltenen Mega-Pack. 3 Stück haben wir da noch. Ich denke mal, da werden morgen auch noch interessante Angebote kommen. Vielleicht so seltene Spielersets mit statt 50.000 für 25.000 oder so eine Scherze. Aber ich habe jetzt hier gerade Bock drauf. Dembele auch nicht verkehrt. Sage ich auch nicht, nein. Auch gute Karte. 84er. Und ich habe eine Zahl halt nur 27,5. Also das ist auch eine ganze Stange Geld. Was ist der eigentlich wert? Na, nicht wirklich. Der ist nicht wirklich was wert, weil jetzt auch viele so eine Packs halt ziehen, ne? Nehme ich auch mal an. Also viele werden jetzt... Oh, Moment, Tigris. Nicht, dass das was wert ist. Trikots habe ich mir jetzt angeeignet. Gucke ich lieber nochmal nach. Bei den meisten zumindest. Ich habe sonst halt nie, müsst ihr, versteht mich da nicht falsch. Ich meine, EA macht das halt auch clever, ne? Der Markt war jetzt relativ leer gefischt durch diese ganzen 81-Plus-Geschichten. Dadurch, dass sie jetzt sowas machen, das ist schon, EA macht das dieses Jahr wirklich echt clever. Die machen das sehr, sehr clever, muss ich echt sagen. Aber auch gut. Also, was so die ganzen Events und so angeht, klar, mit diesen Optimus Prime Icons und so, ist jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Aber an sich die ganzen Ideen, also wie sie, die füttern uns jede Woche echt mit interessanten Sachen, finde ich. Also da bin ich dieses Jahr echt, bin ich echt von begeistert, dieses Jahr. Finde ich gut. Okay, das war jetzt nicht so pralle. Das war echt nicht so pralle. So, wie viel haben wir jetzt noch? Eins oder zwei? Oder eins haben wir noch. Puh, komm, Holz. Push dich noch einmal. Jo. Und Abfahrt. Oh, yeah. Italiano. Oh, nee. Viviano. Okay. Hat sich insgesamt... waren gute Packs mit bei... Experiment ist so ein bisschen, na was heißt fehlgeschlagen, also würde ich jetzt auch nicht sagen. Ich habe da ein bisschen Verlust mit gemacht. Ich habe definitiv ein bisschen Verlust gemacht, aber das einzig und allein, dass ich auch mal diesen Kick habe, wo ich schön viele Packs öffnen kann. Ah, hier noch ein 83er, das war es mir jetzt irgendwo wert. Die verkaufe ich direkt, ist egal. Oh hier, 7 auch am Start. nein, Spaß beiseite. Das war es mir in dem Falle jetzt wirklich mal wert. Muss ich ehrlich sagen, das kleine Experiment. Für den Preis, also zum halben Preis. Ich bin mal gespannt, was da morgen oder so noch für Sets kommen oder für Angebote. Bin ich gespannt. In dem Sinne bin ich erstmal raus. Und ich hoffe, ihr hattet auch, oder ich hoffe, ihr habt auch bei diesem Event eine Menge Packluck. Und macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.